So, und damit kommen wir zu einem neuen Projekt. Wir spielen Advance Wars 2 Black Hole Rising. Und es ist der zweite Teil des Nachfolgers. Den ersten Teil müsst ihr nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen. Und wir werden uns mit der Kampagne beschäftigen. Ich habe die ein bisschen angespielt, um ein bisschen reinzukommen, weil man da sehr viel lesen muss. Am Anfang werden die ersten Parts sehr, sehr trocken sein. Es handelt sich dabei um ein Strategiespiel, was auf Runden basiert. Und um in die Geschichte reinzukommen, würde ich einfach sagen, starten wir die Kampagne. Speicherst du einen Spielstand, werden vorige Daten überschrieben. Auf bestialische Weise wütete Black Hole bereits im Markoland und brach allen Widerstand. Nun verbreitet es an anderen Orten Angst und Schrecken. Maverick, bitte komm. Moment mal, wir müssen den Charakteren jetzt so einzelne Stimmen geben. Und den Typen finde ich, ich habe das Spiel schon mal gespielt, den Typen finde ich am coolsten, deswegen nehme ich da meine normale Stimme. Maverick hier, K.O. Storm, K.O. heißt Kommandant. Das ist so der Darth Vader Typ. Wie läuft die Invasion in Markoland? Exzellent, die anderen Kommandanten beenden soeben erfolgreich ihre Operationen. Die Direktive ist klar, nicht wahr? Errichten eine Base für Black Hole in Wars World als Kommandozentrale. Exakt. Kürzlich gelang es mir, einen Konflikt zwischen den Ländern hier auszulösen. Ich habe beabsichtigt, die Unruhen für einen Großangriff zu nutzen. Ein Fehlschlag. Das ereignete sich im Cosmoland, nicht wahr, mein Kommandant? Diesen Fehler begehe ich kein zweites Mal. Diesmal werde ich eine Basis besitzen, von der ich aus einfallen werde. Dafür benötige ich Gelder und Materialien. Dafür ist gesorgt. Die Kommandanten erhielten bereits entsprechende Order. Sie liefern, was immer ihr benötigt, aus den Ländern, die sie annektieren. Kann ich mich darauf verlassen? Voll und ganz, mein Gebieter. Orange Star. Hey! Und das ist so ein pubertierender Jugendlicher, der noch keine richtige Stimme hat. Hey, Tammy! Nell sagt, du sollst... Hey, Tammy! Nell sagte, du willst mit uns sprechen. Das ist so ein Mannsweib. Ah, Annie, Max. Schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Ihr werdet das nicht glauben, aber die Armee von Black Hole ist zurück. Das ist so ein Mongo. Du musst bitte... Die haben beim letzten Mal den da gar nichts dazu gelernt. Ach Mann, nicht. Tappen wir sie uns. Wo sind sie? Immer mit der Ruhe, Andy. Die Gegner ist nicht hier im Cosmoland. Die? Ja, und wo sind die dann? In unserer Wald. Wars World. Sie bestehen aus mehreren Kontinenten. Echt? Kontinente? Du Dummkopf, hast du denn gar keine Ahnung von gar nichts? Hey, sag nie Dummkopf wieder zu mir, ist das klar? Ich sag ja bloß, dass du einfach keine Ahnung hast. Von gar nicht. Aufhören eine Weile. Ihr zwei. Es ist weder der Zeitpunkt noch der Ort für Zankerleien. Man sagt, Markoland ist das Zentrum der Angriffe, aber der Gegner wurde auch in andere Länder, in anderen Ländern gesichtet. Unter anderem auch in Orange Star. Was ist mit Blue Moon und Yellow Comet? Dort auch. Und in Green Earth. Ob die anderen auch aufrüsten, um Black Hole zurückzudrängen? Yippie! Das wird eine richtige Familienfeier. Andy, es ist Krieg. Wie kannst du dich darüber freuen? Tu ich doch gar nicht, aber wir sehen dann alle wieder und das macht mich glücklich. Los, gehen wir. Moment mal, Andy. Andy, weg ist der. Ach die. Na, wir müssen doch sowieso alle los. Er hat wenigstens die richtige Einstellung. Doch keinen Sinn, schon vor dem Kampf Trübsal zu blasen. Weißt du, das war alles so schön friedlich. Naja, ich weiß nur, dass Nell uns etwas Nachhilfe geben möchte in Sachen Strategie und Kampftechnik. Aber das ist okay. Übung hat schließlich noch keinem geschadet. Na klasse, genau das brauche ich. Todlangweilige Nachhilfestunden. So, das ist die Kampagnenkarte. Noch nicht viele Missionen verfügbar. Und ich finde, dieses Black Hole unten links sieht aus wie ein Hakenkreuz. Das würde ich nur mal sagen. Und ich werde das Tutorial ein bisschen mitmachen, es aber großteilig überspringen. Besieg die Truppen von Black Hole. Das ist auch so ein Vollidiot. Warum sind die Linien von Orange da noch nicht durchgebrochen? Nein, und vorhergehender Weise sind sie stärker als erwartet.
Ich will keine Ausblicke. Ich will fliegen. Nach etwas, Kommandant. Wir erhielten Meldung, dass ein neuer Kommandant von Orange Star eintrifft. Hauptmann Helmut, wenn wir weitermachen, gehen wir in unnötige Risiken ein. Jedenfalls besser als Däumchen-Tränen. Zieht die verbliebenen Truppen los. Weiß dieser Orange Star-Kommandant, wo er drauf hat? Mission 1. Razzia. Das ist ein Bitch. Puh. Gut, der Großteil der Streitkräfte von Black Hole wurde zurückgedrängt. Dieses Black Hole her erweist sich als äußerst gefährlich. Kommandantin, der Standard der gegnerischen Truppen wurde lokalisiert. Wir können sie jetzt angreifen. Verstanden. Ich bemine das von hier an. Mel, was ist passiert? Alles in Ordnung? Hi, Andy. Du wirst dich fragen, weshalb ich dich rufen ließ. Wo sind die bösen Buben? Dachte. Das Mathe habe ich schon erledigt. Oh, ich hatte gehofft, ich könnte mal ein bisschen von dir angeben. Sei nicht albern, Andy, das ist keine Übung. Du bist zwar ein Meister der Mechanik, aber nicht im Umgang mit den Truppen. Ich hörte, du bist noch nicht annähernd zu erfahren, wie du es gerne wärst. Du kannst für mich hier übernehmen, aber ich sage dir, was du zu tun hast und ich möchte, dass du zuhörst. Mir befehlt, Kommandant, legen wir los. So. Oh, ich hab die Musik ausgeschaltet, die wird bald kommen. Warte, so. Also es geht darum, man hat immer quasi in Zugzeit und das Ziel ist es, das gegnerische Heer auszuschalten oder. So, jetzt mache ich erstmal das und so. Es geht darum, immer entweder alle Gegner zu besiegen oder das feindliche Hauptquartier einzunehmen. Das gleiche habe ich auch. Normalerweise sind ja auch noch so Basen und Gebäude und alles. Da kann man dann verschiedene Truppen bauen. Flugzeuge, Schiffe, halt wenn hier jetzt ein Hafen wäre. Und Militärbasen, wo man dann normale Einheiten rekrutieren kann. Und das ist halt, da gibt es Infanterie, Panzer, Flugzeuge und alle möglichen Arten. Und es geht halt darum, dass man wirklich das einsetzt, was wirklich für das andere effektiv ist. Und ja, es ist halt, man muss über Runden vorausdenken, wie weit kann der Gegner gehen, dass er mich angreifen kann. Das sieht man halt an diesem Feld, wie weit der gehen kann. Hier kann ich dahin. So kann ich gucken, wo der angreifen kann, theoretisch gesehen, im nächsten Zug. Dann kann ich halt bei Gegnern so vorausplanen. Dann Truppentransporter zum Beispiel jetzt. Ich werde auch einfach mal die ganzen Sachen erklären, die da oben passieren, nur im Schnellzusammenhang. Und die laden halt Munition und alles auf von meinen Truppen und Tank, weil die brauchen natürlich auch alle Versorgung. So, ich muss mal gucken, wie ich den Anfang mache. Jetzt besonders, wenn ich da vorlesen muss. Das ist, wenn man Legastheniker ist, ist das, glaube ich, für einen nichts. Und, ja, ich hoffe, das kommt auf jeden Fall gut an. Ich weiß, am Anfang wird es noch relativ langweilig sein. Eventuell den Tutorial-Part könnt ihr von mir aus überspringen. So, jetzt plane ich nämlich schon im Voraus, wo ich den hinsetze. Ich möchte möglichst schnell zum feindlichen Lager und das einnehmen. Jetzt überlege ich, wenn ich den hier hinfahre, dann kann ich da mit dem gleich schon da einsteigen. Und schiebe die durch. Wenn ich fertig bin, dann kann ich einfach meine Runden beenden. Die sind dann grau, die Einheiten, die ich nicht mehr bewegen kann. Und dann ist der Gegner dran. Dieses Weib ist knallhart. Ich werde mit ihren Truppen fertig. Pa, jetzt fängt das was erst an. Boah. So, bla 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 bla. Das ist noch einfach nicht so wichtig. Also, die Story dürfte klar sein. Black Hole möchte das Marco Land. Ne, World War heißt die Welt und das Land heißt Marco Land. Kann sein. Erobern. Und befällt gerade alle möglichen Kontinente. Und wir starten halt bei Orange Star. Wir werden auf verschiedene Kontinente gehen, auch mit den Spielen. Da gibt es unendlich viele Charaktere. Die einzelnen Charaktere haben auch verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel mein Typ kann. Ist eigentlich ausgeglichen. Aber dann gibt es auch Charaktere, die haben dann stärkere Bodentruppen, aber dafür schwächere Panzer, stärkere Panzer, dafür schwächere Bodentruppen, so ein ganzes Zeug. Dann pro Angriff lädt sich auch dann was auf bei denen.
Und dann können die sogenannte Gaben aktivieren. Die machen dann irgendwas Cooles. Bei meinem jetzt, also beim Roten, ist das so, dass ich bei der normalen Gabe, also es gibt einmal die Spezialgabe und einmal die normale Gabe, kann man, meine ich, werden die Einheiten repariert von einem, 5 Truppmäßig. Also hier ist übrigens so ein Screen, wo dann die einzelnen Einheiten gegeneinander kämpfen. Dann machen wir die kalt. So. Auch schön mit Gewalt und Explosionen. Im nächsten Zug machen wir den hier kalt. Der kann uns angreifen, wie er will. So. Auch in verschiedenen Gebieten, wie zum Beispiel im Wald, hat man mehr oder weniger Deckung. Im Wald hat man zum Beispiel mehr Deckung als auf der Straße. Das sieht ihr an dem Sternchen. Den schicke ich jetzt einfach mal da rein. Greife mit dem Typen an. So. Der hat jetzt noch 4 Truppenstärke und da sehe ich dann die prozentuale Anzeige, wie viel Prozent ich jetzt Schaden machen würde. Er hat jetzt noch 4 Einheiten. Ich mache auf jeden Fall 50% Schaden, also wird er jetzt weg sein. Und um Teil zu gewinnen, muss ich entweder das feindliche Heer ausschalten oder die feindliche Basis einnehmen. So. Aber das war fast zu einfach. Keine Ahnung, ich habe so eine Ahnung, dass noch einige Kämpfe vorstehen, aber heute feiern wir deinen Sieg. Mach weiter so. So, das war noch relativ einfach. Dann gibt es noch so eine Bewertung. Und wir bekommen ein S. Wir haben 2-mal S auf dem Bildschirm. Außer halt Gesamt und links. Aber 2-mal S fällt mir gerade so ins Auge. Wir haben ein S bekommen. Sieg. Na, ein bisschen Anspielungen möchte ich schon machen, ja.